Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Need for Speed Unbound. Wir machen eine kleine kurze Folge, ein bisschen aufbauen. Ich möchte gerne mir ein neues Auto kaufen für die Klasse A+. Mein A ist ja mein... Ich würde die Fender wahrscheinlich eher für andere Dinge nehmen. Deswegen, ich möchte eigene Autos aufbauen, deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen umentschieden. Wir werden uns heute ein A-Plus-Auto auch kaufen, beziehungsweise versuchen aufzubauen. Und ich habe mir zwei Videos angeguckt und habe jemanden, der mir da vorgeschlagen hat, und zwar dieses Modell hier, den Acura RSX-S aus dem Jahre 2004. Und deswegen wird das unser neues Auto. So, dann gehen wir in die Garage. Theoretisch könnte man jetzt sagen, wir können verkaufen den Eclipse. Ich behalte ihn aber auf Stufe A. Das ist jetzt mein Stufe A-Fahrzeug. Und Stufe A Plus wird dieses hübsche Modell. Ich kann den Defender nicht verkaufen. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Wie gesagt, wir bauen uns was Eigenes auf. Ich möchte mir dann irgendwann mal noch ein B-Auto kaufen. Da ist mir auch schon meine Wahl gefallen, dass wir für jedes Event das beste Auto haben. Dann irgendwann auf A Plus, S und S Plus gehen. Aber wie gesagt, für A Plus habe ich mir auch schon eine Wahl. Gut, nee, für A Plus haben wir ja den Acura, genau, für S oder S Plus werden wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen was holen. Also wie gesagt, wir werden für jedes Event, dass wir alle Events einmal fahren dürfen. So, deswegen werden wir jetzt auf den Acura gehen, austauschen und werden uns das Auto aufbauen. Und ich weiß auch schon, welche Lackierung, wenn es dann schon geht, warte mal, Lackierung vor, da ist es. Wir gehen mal auf Community. Und natürlich gibt es diese tolle Lackierung hier. Die E-Siders-Lackierung aus Need for Speed Underground. Aus dem ersten Teil. Ich glaube, ansonsten haben wir jetzt nichts Dramatisches Gutes. Nee, ich denke mal, so passt das von den Dings her. Ja, nee, das ist okay. Nimm mal die hier. So. Vom guten Chat. So, Karosserie, Bodykits. Sieht auch das hier schon gar nicht so schlecht aus, ne? 10.000 kostet es, ja. Ich glaube, da nehme ich das sogar. Bam, einer mit. Ich will jetzt erstmal eh sowieso da auf und auslaufen. So. Leistung. So, Teile. Wir müssen eh erstmal weiter. Wir werden mit dem Eclipse sowieso weiter rennen fahren. Deswegen, alles ist gut. Ist zwar nicht das Original, aber ich wollte die Lackierung haben, unbedingt. So, meine Autos, ich werde definitiv erstmal weiter mit dem Eclipse fahren. So, die nächste Qualifikation ist am Samstag, dafür kriegen wir einen Crown Victoria. Wagenstufe Defender. A plus brauchen wir. Aber jetzt erstmal mal gucken, was machen wir hier von Events. So, fertig jetzt Geld. Wir müssen eh erstmal Rennen fahren. Lakeshore Express wäre das Ding hier. Ist ein Speed drin. Wir brauchen eh ein bisschen Kohle. Wir müssen erstmal Geld machen. Zentrale an alle Einheiten. Achtung, heute sind zusätzliche Einheiten unterwegs. Genau was wir brauchen. Verstärkung. Na super, na komm jetzt. Hey Speedy, wie geht's? Prima.
Ich freue mich drauf, da draußen weiterzumachen. Hey, das hört man doch gern. Apropos, diese Woche kannst du in ein paar großen Events viel verdienen, wenn dein bester Wagen bereit ist. Viel verdienen? Klingt gut. Das tut es immer. Du brauchst mehr als einen Wagen. Das Grand ist die Oberliga. 4 Rennen, 4 Autos. Also sammel schon mal. Mehr Wagen? Oh, glaub mir, das ist kein Problem. Speedy, mein Liebling. So. Jetzt haben wir nämlich auch die Option, meine Autos, weil wir mehr Autos haben. Gerade können wir auch den Defender fahren. Oder den Acura. Aber wie gesagt, der Acura ist weitem noch nicht fertig. Der wird nämlich auf A Plus gehen. Den Defender, den möchte ich eigentlich als Notnagel, nämlich für meine Acura, nämlich aufbauen. Ich will ja eigene Fahrzeuge haben. So. Event. Was haben wir denn hier eins? Immer noch Justicia, okay. Dann knacken wir also mal kurz, die Gute. Ich hoffe mal, das wird nicht zu einfach. Mal schauen. Oh, tschüss. Wow, das war nicht gut. Die scheint aber auch Fehler zu gemacht zu haben. Werd jetzt nicht nervös, ich überhole gleich. Du bist echt gut. Seine hätte ich denn nicht im Weg. Gut gefahren. Wenn keiner will, dann mache ich das. Letzte Runde. Ach du Gott, ich kacke, es gibt nochmal eine Runde. Da müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Das war mir klar. Warum führt? So, mal gucken, ob er jetzt einen Fehler einbaut. Scheiße! Der eine Fehler, den ich gemacht habe. Da probieren wir es halt nochmal. Hast du mich erschreckt?
musst du schon mehr geben. So, dann haben wir erstmal Ware weg. So, der ist schon mal weg. Das war die Justicia, die man sich. Die sich, glaube ich, diesmal kenne ich aber die Ecken. Diesmal kenne ich die guten Ecken, ja. Letzte Runde. Genau, schlag die zwei euch da. Ach, abwarten. Aufgepasst, ich fahre hinterher. What? Wir waren. Mann, habe ich dich trotzdem in den Gas. Okay, das habe ich mir tatsächlich ein bisschen zu sehr. Ich war mir zu sicher, muss ich zugeben. Ich dachte, ja, geil, du hast 700 Meter Vorsprung, du fährst das Ding locker nach Hause und dann am Ende heißt es, nö. Gut. Also wir haben die Aufgabe trotzdem geschafft. So, jetzt fahren wir die Kapsel nach Hause und dann machen wir. RSFM News Across the Lake. Die Bürgermeisterin hat die Gerüchte über einen Tumult auf den nächtlichen Straßen bestätigt und veröffentlichte daraufhin die folgende Stellungnahme. Ich möchte den guten Bürgern von Lakeshore versichern, dass ich das illegale Straßenrennen, das gestern Abend stattgefunden hat, auf das Schärfste verurteile. Aus diesem Grund stelle ich dem LPD ab sofort weitere Notfallfonds bereit, um seine Präsenz in der gesamten Stadt auszuweiten. Und allen rücksichtslosen Individuen, die mutwillig die Stoppschilder missachten, sage ich Stopp! Und jetzt zu den weiteren Nachrichten. Bürgermeisterkandidat Holden Parker III. Hat den Verkehr auf seine ganz eigene Art und Weise aufgehalten, nachdem eine Wahlkampfveranstaltung in einem örtlichen Streichelzoo furchtbar schief gelaufen war. Dazu mehr nach der Pause. Toll. Sieht so aus, als wird man in Zukunft noch intensiver nach uns fahren. Ja. So, machen wir mal zu. Wir nehmen die 5000 mit und gehen in die Nacht. Hey Rydell, hast du mein Video von Speedy und Jess schon gesehen? Klar, hab extra ein Profil angelegt, um es mir anzusehen. Rydells Rides 1. War Rydells Rides schon vergeben? Nö, wieso? Wieso dann die 1? Na, weil wir die Nummer 1 sind.
Oh, okay, alles klar. Und was hältst du von dem Video? Speedy und Jasmine, die sich ums Auto streiten? Geil, oder? Ja, geil. Klingt ja sehr begeistert. So, okay. Meine Autos, ich kann ja weiter wissen, was mein Alter, das ist das falsche Auto. Das ist das Richtige. Leistung. Wie brauchen wir denn nur für einen. Wir bräuchten 66.000 für den nächsten Motor. Ach, der will auch nur 4 bringen. Boah. 236.000 für den Sportmotor, dann hätten wir aber die Karre auf A+. Ja, dann haben wir ein bisschen was zu sparen. Dann haben wir die Karre aber einmal komplett drin. So. 240, wenn wir auf A+. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Den müssen wir nämlich ein bisschen Kohle sparen. Ja, 236.000 hätten wir. Würde der kosten, der Motor. Dann hätten wir es aber komplett drin. Einmal komplett hoch. Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter mit Need for Speed Unbound. Und dann gucken wir mal, welche Rennen als nächstes so anstehen. Wir haben ja sicherlich noch einige B-Rennen. Hier sind noch A-Plus-Rennen. Hier sind B-Rennen dabei. Ich will nämlich noch ein paar B-Rennen noch fahren mit dem Auto. Stadtgrenzen. A-Plus, ja. Hier sind nämlich nur ein paar Sachen dabei. Hier gibt es auch nochmal dicke Kohle. Hier hätten wir nämlich die Kohle. Das ist der Vorteil. Eventuell machen wir danach mal ein bisschen Takeover. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Hier bei Let's Play Need for Speed Unbound. Bis dann. Tschüss.